Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Anno Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir befinden uns in Nassau und rennen zu dem Ausrufezeichen, das ich gerade prompt verfehlt hätte. Man sollte eindeutig nicht reden, während man läuft. Und ja. Zack. Ach, wir müssen auf einer Ebene sein. Starten wir die Mission. Ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und ihr überlebt das, Charles. Mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Nein. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Das war jetzt selbst für mich ein bisschen leise. Und insofern mache ich mal die Sprache. Nicht die. Yay! Ich und Optionen. Mache ich mal die Sprache auf 4. Einfach damit man die Sprache hört. Wenn die Sprache kommt, sage ich eh kein Wort mehr. Zumindest probiere ich das. Blasrohr gegen Wachen einsetzen, gegen 10 Wachen und 4 Wachen mit einer Attentatsserie töten. Wie viele Wachen haben wir denn dann? Interessant. Ach, hier unten unter mir ist das. Gut. Ich habe gerne mehrere Waffen. Okay, 4 Wachen mit nur einer einzigen Attentatsserie töten. Gut. Oh nö. Na los, komm mal her. Oh nee, das sind Rohlinge, das sind Rohlinge. Oh nö. Ups. Oh.
What the heck? Wieso funktioniert bei dem das Schlafding nicht funktioniert? Erzähl mir mal bitte einer. Das erklär mir mal bitte einer. Oh, du süßes Pulverfässchen. Zack. Los. Hallo, Leute. Na los, kommt. Ich brauche mal erstmal einen Rattenschwanz an Wachen. So, jetzt kann ich die Attentatsserie anfangen. Ich finde ja die Pistolenschwerter so cool, dank ihrer Pistolenfähigkeit. Zack, 4 Wachen. 5 Wachen, 6 Wachen mit einer Serie. So würde ich sagen, muss das laufen, ne? Vor allem dann, wenn es gefragt wird. Und einen Gemischtwarenhändler wäre bei Bedarf gar nicht mal so schlecht. Na gut. Der Typ wurde erhängt. Passiert. Kommt vor. In unserer Gesellschaft. Verrecke. So, also jetzt muss ich nur noch mit meinen Pfeilen hier arbeiten und dann ist alles super. Aber ich würde fast sagen, die Attentatsserie war das Schwierige, denn hier laufen so viele Wachen rum. Da kann man zur Not vor dem 4. Pulverfass einfach nochmal Schlafpfeile spammen, so wie jetzt. 1, 2, 3. Hey, getting all right, friend. Diese eingebauten Pistolen, die man nicht nutzen kann, die einfach in der Kombo mit auftauchen, die sind schon cool. Oh ne, ein Rohling, schon wieder. Stehlen wir ein Pulverfass. Stiehlt sich so leicht. Cool. Wieso geht's hier so tief ins Wasser? So, da hinten gibt's jetzt noch zweimal Sachen.
Wir brauchen nur noch, müssen nur noch zweimal Pfeile einsetzen. Aber ich möchte einen Gemischtwarenhändler finden, verdammte Axt, ey. Ah. Nee, das ist ja... Rennen wir nach da oben. Aus welchem Grund einfach der Klamm, da können wir unsere Pfeile auffüllen. Wieso auch immer ich, wenn ich neu starte, wieder nur 5 von jedem habe. Aber ich meine, just look at my money. Über 200.000 real. Damit kann ich meine Jackdaw dreimal ausrüsten. Naja, egal. Komm, ich brauche Munition. Kugeln habe ich genug. Ich brauche Berserker-Pfeile. Und ich brauche Schlafpfeile. Et voilà, wir können jetzt ganz leise hier durch die Gegend heizen. Wir können zur Not auch mit Pistolen schießen. Denn wir haben es ja. Notfalls gibt es dann den hier. Das würde ich übrigens gerne mal sehen, ob... Ja. Er nimmt tatsächlich eine Pistole weg. Warum steckt die Schwerter weg? Wir wollen nicht ganz so offensichtlich sein. Oh nö, jetzt bin ich auch noch in der Nähe eines Lagerhauses. Zack, 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 zack. Steckt sich hier im Busch, glaubt, ich würde ihn nicht sehen. Sehr gut. Lauf! Passieren wir mal einfach das Lagerhaus jetzt. Nebenbei. Just because it works, kassieren wir nicht den Bonus. Aber der Kram vollkommen reich, vollkommen ausreichend. Wir können ja alles verkaufen. Und jetzt der ein oder andere von euch, der Assassin's Creed 4 gespielt hat, wird denken sich irgendwie so. What? Verkaufen, Holz, Metall. Stoff? Ja, ich verkaufe den Kram. Aus welchem Grund? Ich habe alles, was ich brauche, ausgebaut. Ups. Hier einmal Rohlinge zum Narren halten. Die jetzt auch tatsächlich weg sind. Verrückt. Verrückt. Und jetzt habe ich jetzt alles. Zehnmal. Jupp. Das war irgendwie vergleichsweise simpel. Simplify your play.
Gut, hier, Charge. Das wäre so eine gute Möglichkeit hier, das. Hier hätte man das auch mit der Attentatsserie machen können. Auf die Berserkerpfeile zu schießen, lohnt sich auch schon stark. Okay. Den Rohling kriegen sie kaputt. So, ich würde sagen, wir haben es diesmal geschafft, ohne entdeckt zu werden. Heißt, bei dem anderen wissen die Briten, dass sie ein Pulverfass verloren haben, und hier wissen sie es noch nicht. Ich meine, man kann es ja ahnen, die gesamten Wachen sind tot und so. Mir sind merkwürdige Dinge passiert, aber sie wissen es noch nicht. Und ich habe jetzt so gar nicht auf die Zeit geachtet, aber ich denke, wir können jetzt erstmal auch noch ein bisschen weitergehen in der Story. Und dann aber, weil wir keine Sekundärsachen machen können, das habe ich halt alles offscreen schon erledigt. Deshalb sind wir auch so scheißen OP und haben so scheißen viel Geld. Und jetzt mal meine Möglichkeit, wie man einen Kurier jagt. Man lässt ihn einschlafen. Und plündert ihn dann aus. Wieso ist das super? Weil der Kurier füllt alles auf. Rauchbomben, Kugeln, Berserkerpfeile und Schlafpfeile. Und wenn du ihn nur schlafen lässt, kann er danach sogar weiterleben. Ist man nicht mal so tödlich, wie man es sonst gerne war. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Nein, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Sure. Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Aha. Ich. Na, ich Chouffré. Also
Ich muss die beiden da beobachten. Ich will immer zu viel. Ich habe eigentlich einen vollen Pfeilevorrat. Wodurch das nicht so das Problem für mich sein müsste. Weiter! Böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Wieso zum Henker reagieren die jetzt auf mich? Ich werde wieder desynchronisiert, weil ich sie nicht finde in der Zeit. Oh.
Das mit den Wachen aus den Anbischzonen habe ich sogar geschafft schon. Bin gut. Auch wenn das wahrscheinlich nicht der Weg war, wie die Leute es wollten, dass man ihn macht. Nämlich eigentlich soll man wahrscheinlich in so einer Mission keinen Streit anzetteln. Hallo. Wir versenken jedes gottverdammte Piratenschiff, das im nördlichen Hafen ankert. Bringt mir dieses Hochklettern überhaupt irgendwas? Nein, bringt's nicht. An der falschen Stelle hochgeklettert. Naja. Passiert, kommt vor. Ich krieg diesen Chamberlain per Luftattentat getötet. Das ist echt nicht das Problem. Nur, muss ich dafür einen anderen Weg wählen, um ins Schiff zu kommen. Denkt an unsere Mission. Wir versenken jedes gottverdammte Piratenschiff, das im nördlichen Hafen ankert. Wer an der Ehrbarkeit dieses Auftrags zweifelt, oder wem meine Missachtung der Befehle des Governors Unbehagen bereitet, der kann mein Schiff gerne verlassen und an Land gehen. Also kommt an Deck, Männer! Kommt alle an Deck! Bereitet das Topsegel vor! Gut so! In die Wanden, so schnell es geht! Ich hasse es, mich regenerieren zu müssen. Aber at this moment... This is the only possibility I see. Chamberlain da auszulöschen. Was
bisschen blöd, finde ich, dass man hier nicht vernünftig auf diese Segeltakelage draufkommt. Eine schöne Ablenkung, um hier hochzuklettern. Gut, reicht doch aus. Luftattentat. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh, euch alle. Jo. Das war jetzt nicht so schwer. Damit haben wir 75% Gesamtsynchronisation erreicht. Was schon ziemlich cool ist. Muss ich ja gestehen. Und ich würde sagen, mit diesem Sprung ins Wasser sind wir erstmal fertig mit dieser Aufnahme. Damit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.